ihr Lieben. Hallo, willkommen zurück zu einem ein anderes Bauvideo. Und zwar habe ich Sachen schon gebaut und Luana kann jetzt erraten, was ich denn da gebaut habe. Manche Sachen weiß sie, weil sie einfach mit dabei war, manche Sachen aber nicht. Yep. So, okay, dann du kannst die Maus übernehmen, kannst drehen, wie du möchtest, ja, kannst rein, kannst raus. Und das sieht aus wie ein Wartezimmer. Genau. So, und wo hat man ein Wartezimmer? Was? Sag, und wo hat man ein Wartezimmer? Im Wartezimmer. Im Krankenhaus. Und zum Beispiel Arzt. Im Krankenhaus, oder genau. Beim Ohrarzt. Genau. Irgendwas oder beim Hausarzt. Ja, dann hast du es ja eigentlich jetzt schon mal erraten, ja? Hier ist eine Arztpraxis. Hier hat man so ein kleines Labor und Behandlungsräume, Pausenraum, Wartebereich, eigentlich alles, was ein Arzt so braucht. So, jetzt machen wir einen kurzen Cut und dann gehen wir zu dem nächsten Gebäude. So, jetzt haben wir hier das nächste Gebäude. Ja, und sieht aus wie IKEA. Sieht aus wie IKEA. Ja, ist es ein Einkaufszentrum? Ne, wir gehen mal ein Stockwerk weiter runter. Hier oben haben wir... Ah, so ein Fitness-Sport. Genau. Hier oben haben wir Duschen und eine Umkleide. Also so ein Fitnessraum. Genau, ein Fitnesscenter haben wir hierhin gebaut. Ja. Guck, ihr könnt so ein bisschen Yoga machen, ein bisschen laufen. Ich hab gedacht, das waren Teppiche. Nee, das sind so Yogamatten, da können die Fitness machen. Hier sind so ein paar Bildchen dazu. Können wir da auch noch eine Sache bauen? Ja, was willst du denn bauen denn? Schwimmbad. Ein Schwimmbad? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr als nächstes Bauvideo ein Schwimmbad sehen möchtet. Mhm, weil wir bauen vielleicht heute eins oder morgen oder so. Ja, müssen wir mal gucken. Wir müssen jetzt mal abwarten, was sie in die Kommentare reinschreiben. So, ja. Also das hat jetzt Luana auch erraten. Also kommt ein kleiner Cut und wir gehen zum nächsten Gebäude. Ja. So, jetzt kommt das nächste Gebäude. Das hat, Kirche. Klar, hat Luana jetzt schon gleich erraten, ja? Kirche. Immer bei diesen drei Türmen. Zeig mir die mal, Papa. Also hier. Meistens ist es ja so, dass eine Kirche einen großen Turm hat, wo dann eine Glocke ist. Also, ja. Hätte ich eigentlich noch reinbauen können, so eine Glocke. Hier sieht es von innen aus. So, machen wir hier mal kurz klein. Also die Wände sind natürlich noch da und ein Dach, das haben wir nur... Genau, so sehen hier die Wände aus. Ja. Und hier so zum... Ach, hat die Wände so halt? Genau, zum Beichten was. Ja. Okay, also das war schon mal ein leichtes... Die Lampen hängen einfach in der Luft immer. Ja, aber das sieht eigentlich dann ganz schön aus. Wie macht man das eigentlich an? Also... Also wenn du das sagst, die Leute können das nicht sehen... wir haben ein neues Mauspad, das jetzt etwas größer ist und das ist jetzt auch... Ja, aber das könnt ihr leider nicht sehen. Genau. Weil wir keine Kamera haben. Ja. So, wir gehen gleich zum nächsten Video. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt ein Mauspad, das leuchtet und mit einem Knopfdruck könnten wir hier die Farben ändern. Farbe lassen. Kannst du das so? Das wechselt jetzt alles immer automatisch. Jetzt sind wir rot. So, wir gehen mal zum nächsten Gebäude. Ja. So, jetzt haben wir das nächste Gebäude rausgesucht. Und was ist es? Turnplatz. Gefängnis. Genau, ein Gefängnis. Das hast du mir schon mal gezeigt. Das habe ich dir schon mal gezeigt. Ja, mit diesem Sportplatz. Genau, so ein bisschen Sportplatz hier. Tischtennisplatten, ja, die brauchen ja auch ein bisschen. Ja, und dass sie natürlich nicht ausbrechen kann, ist extra hier ganz mit Gitter und so. Genau. Sogar zweite. So. Hier sind dann die Zellen. Hervor. Hier oben zeige ich dir gleich. Dann haben wir extra für die Gefangenen eine ganz große Küche, weil das sind ja immer viele Leute, wo essen wollen. Also schön wäre es natürlich, wenn keiner da drin sitzen würde. Ja, wenn alle lieb sind, aber das geht leider nicht. Hier können sie dann zusammen essen. So, jetzt gehen wir mal. Wo sind die Zellen? Hier sieht man dann die Zellen und die ganzen Türen. Also man muss da hoch. Man kann die Wände klein bei den Zellen.
Guck mal, warte, die Wände klein. So. Man kann dann hier hochlaufen, hier, dass keiner runterspringt, weißt du? Und dann müssen sie hier die Türen rein. Also hier sind die Türen. Hast du gesehen? Hier. Und Eine Toilette. genau, da ist. Also die Betten sind gleich, nur die Toilette und ein Tisch und Waschbecken. Sind die Türen immer noch dran? Ja, die Türen sind drin. So, und hier hat halt jeder Gefangene darf sich ein Ding raussuchen, was er haben möchte. Hier hat halt einer so ein Ding, ein Wecker, ein Fernseher. Ja. Fernseher würde ich haben. Ja, das ist mir klar. Kann Sport mal gucken. Genau. Oder ich. Oder easy cheesy. Ja. Ja, und hier ist halt noch so ein Kontrollraum, Besucherraum und sowas. Was ist das da eigentlich? Was denn? Das. Hier, wenn zum Beispiel Besuch kommt, dass die Wärter halt die Taschen und so kontrollieren. Also ihr könnt auch gerne in die Kommentare reinschreiben, Nicht, ob dass wir da. irgendwie was anderes bauen sollen, außer ein Schwimmbad. Also das war jetzt nur so ein Vorschlag von Luana. Aber wenn ihr auch andere Vorschläge habt, könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Papa. So. Nicht, dass einer eine Schere dabei hat oder ein Messer, wo dann das Gefängnis aufschneidet und den retten will. Ja, zum Beispiel, man kann mit Schere oder mit Messer kann man dann schon gefährliche Sachen machen im Gefängnis. Wir gehen jetzt zum nächsten Gebäude. Yep, und ich mache wieder die Augen Augen zu. zu. So, das nächste Gebäude. Krankenhaus. Ich Also, habe es das war. Kreuz schon gesehen. Ja, also, Das steht schon hier. das ist ja natürlich sehr leicht zu erraten. Ja, Krankenhaus weiß ich schon mal erwähnt. Ne? Also wir können es ruhig nochmal zeigen. Weil Luana war bei diesem Bau auf jeden Fall Dabei. öfters dabei, gell? Ja, und Papa hat nur die Krankenwehr, also nur Spielzeug dahingestellt. Genau, die habe ich vergrößert. Und hier gibt es richtige Aufzüge. Hier. Guck. Ja, aber die können wir nicht hinsetzen. Da könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare reinschreiben, wie das mit den Aufzügen funktioniert. Denn, also ich weiß es echt noch, jetzt noch nicht. Und ich glaube, es hat da noch keiner geschrieben in den Kommentaren. Was machst denn du? Du sollst es nicht umdekorieren? Hier noch eine. Ja, komm, setz hin. Und bei So. der anderen Seite auch noch, weil sonst nicht. Nee, andere Seite hat keine Bänke. Gehen wir mal ganz kurz hier Kann ich durch. das zeigen? Ich kenne es ja Die schon. Chefetage. Ich kümmere mich immer nur um die Pfeilen. Also, hier ist Dungeon Kino. Nee, ist kein Kino, also. Ist das denn ein. Da können Sie sich hinsetzen. Also guck mal, hey, wir brauchen es ja nicht ganz zu erklären, weil wir haben ja ganz viele Teile da gemacht. Ich glaube, das waren insgesamt sieben. Habe ich. Und dann können die Leute es ja noch mal gerne anschauen, okay? Ja. So, jetzt machen wir noch ein Gebäude und dann ist es fertig. Immer ganz kurz die Ja. Maus, dass wir noch einmal ganz kurz die Taschen zeigen. Etagen runtergehen mit der Kinderklinik und hier für die Mamas. Babys und so. Genau, das ist eigentlich sehr gut für die, wo Na, die so noch 100 küssen. Baby Challenge machen, können sie dann hier ins Krankenhaus. Können sie gleich da einziehen und wohnen. Ja. Okay, jetzt kommt noch das letzte Gebäude. So, wir machen wieder einen Cut. So, jetzt kommt die letzte Location. Ich hab's gerade gesehen, aber ich wusste trotzdem nicht, was es ist. Vielleicht eine Bühne, wo die Musik machen und so. Also versuch mal ein bisschen zu erraten, was das denn sein könnte. Hier sind so ganz viele Blümchen, ein Klavier. Sowas wie ein Geburtstag halt nur, dass sie da noch so tanzen und so. Und für Tanzen ist da, glaube ich, jetzt eher weniger Platz. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben, Geschenke. genau, ob ihr das erratet. Also ich denke mal schon, weil die Größeren, die wissen das eigentlich schon. Aber du könntest das eigentlich auch wissen. Eine Bühne mit Geburtstag. Geburtstag, weil da Geschenke sind. Nicht ganz. Guck mal, die feiern irgendwas. Kein Geburtstag? Jetzt
jetzt. Das sind dann zwei Männchen, was sich lieb haben. Und die sind dann. Genau. Kann man schön eine Hochzeit feiern. Ja, und. Ist ein Platz für die Trauzeugen oben auf der Bühne. Ja. Ja. Übrigens wegen heiraten. Am Montag wird der Sven versuchen, ihr einen Antrag zu machen. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung. Und dann könnt ihr am Montag sehen, ob der Sven es schafft oder nicht. 19 Uhr. So, und jetzt hast du mich aber noch auf eine Idee gebracht. Was? Aber ich glaube, bei dem Video warst du auch mit dabei. Wir gucken uns ganz kurz noch ein ganz schnelles Ding an. Ja. Machen wir kurz einen Cut. Kann ich? So, zurück sind wir jetzt wieder. Also, das ist das Letzte. Okay, ich glaube, da warst du auch dabei, gell? Aber ich glaube, da war ich nicht dabei. Warst du nicht dabei? Okay. Also, das sieht aus wie eine Bar und das sieht aus wie ein Studium. Ja, wie eine Bühne, gell? Wo sie, ja. Da hast du mich schon auf die Idee gebracht, als du gesagt hast, dass die dann da tanzen können und wie so eine Bühne. Denke ich mir, hey, warte mal, da hatte ich doch mal was gebaut gehabt. Aber das war nur so ein Mini-Teil, also war zwei Teile. Guck mal hier mit den Dixie-Klos. Ey, das ist so eine Bühne mit. Also so eine Bühne. Also fast so wie beim Theater mit den Schminken und so. Ja, genau. Gemeint noch ein bisschen schminken. Ja. Ja, so ist das. Und das ist wie bei Minecraft hier diese Tastaturen. Genau, so kann man die Kamera bewegen. Wenn ich hier auf E drauf drücke, kommt da jetzt auch bei Minecraft meine Sachen. Nein, kommt das nicht. Okay. Vielleicht können wir noch. Ja, du brauchst da nichts mehr umzuändern. Das passt doch alles. Okay. Da vorne habe ich nämlich extra ein bisschen Platz gelassen, ja, das passt. Damit die dann tanzen können. So, also wir sind auf jeden Fall schon mal gespannt auf die Kommentare, was wir denn als nächstes bauen sollen. Und ob Luana dann Lust hat, wieder mitzubauen. Schwimmbad wäre ja eigentlich ganz cool, das steht jetzt im Raum. Wir hoffen natürlich, das Video hat euch auch gefallen, so ein paar verschiedene Bauwerke Papa. Euch mal zu zeigen, was ich denn schon gebaut habe. Was denn? Bei der Bar, wenn die Sachen... Guck mal, ob du vielleicht einen roten Mülleimer findest, dann passt der wenigstens zu der Ding. Nö, doch. Ich glaube, hier kannst du... Da war doch, glaube ich, rot dabei, oder? Ja, genau so. Aber es sieht doof aus. Da ist kein rot dabei. Da. Ja. Aus. Also lass uns gerne ein Abo da. Darüber würden wir uns sehr freuen. Stimmt's? Mhm. Mhm. Und du stellst noch den Mülleimer. Ja. Obwohl, dann würde ich eher das nehmen, oder? Genau, und am Sonntag kommt wieder der Sven und der Ron. Mhm. Und dank der Tina weiß ich jetzt ja auch, wie man Blumen einpflanzt und so. Mhm. Und das ist auf jeden Fall sehr cool, weil wenn man die, habe ich gestern im Discord gesehen, wenn man die schön pflegt und die steigen, dann werfen die sogar noch mehr Geld ab. Dann ist es natürlich sehr, sehr gut. Denn die zwei haben ja auch kein Geld und wohnen noch eigentlich am Strand mit zwei Betten. Einen kleinen Kühlschrank haben sie schon. Ja, und dann versuchen wir auf jeden Fall mit den Blumen weiterzukommen. Denn wenn die nämlich schlechte Laune haben, können die auf jeden Fall keine Bilder malen. Ich befürchte, wenn man Blumen pflanzt, geht es genauso. Als Deko? Ja, setz hin. Auf der anderen Seite auch noch. Kannst du auch eine andere Farbe nehmen, wenn du möchtest. Oder so. Oder so, ja, sieht dann gleich aus. So, dann ein schönes Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag beim Sam und Ron oder spätestens beim Sven am Montag, wenn ihr den Antrag eh macht. Und ihr wollt bestimmt nicht verpassen, ob sie ihn annimmt oder nicht. So, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.